Ja, so, hallo. Neues von der Baustelle. Gerade, muss man sagen, ein bisschen im Stress. Es passiert so viel gleichzeitig, oder sollte so viel gleichzeitig passieren. Ich bin gerade hier. Wir wollen jetzt hier die Zwischenwand einziehen. Da sind wir jetzt gerade dabei. Parallel sollte man eigentlich bei allen Windvölkern langsam mal den Honigraum geben. Also ihr seht ja im Hintergrund, es blüht Kirsche und Birne. Unbedingt. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. Und ja, jetzt sind wir aus verschiedenen Gründen, müssen wir jetzt das heute hier machen. Ja, das Holz ist gekommen, hier liegt es. Und da kommt es hoffentlich, kommen wir relativ weit heute mit dieser Zwischenwand, die einzuziehen. Hier Hanomag wieder wie gehabt, so ein Frontlader schadet nie, wenn man mit schweren Balken hantiert. Ameise habe ich noch nicht hier, weil da muss ich noch beim Umzug woanders was verladen. Und ja, sonst muss ich die hin und her fahren und das auf- und abladen. Ist ja, wie man aus den Bildern bei Instagram kennt, nicht gerade einfach. Ja, zum Glück oder dankenswerterweise kommt heute auch noch mein Bienensachverständiger für das Gesundheitszeugnis. Also wie gesagt, ein voller Tag, aber man wächst ja mit den Herausforderungen. Ja, dann denke ich mal, bis zum nächsten Mal. Ja, so, guten Morgen. Heute mal wieder hier bei unserem neuen Betriebsgebäude. Die Sonne scheint, Thermometer sagt aber 5 Grad. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal das an, was bisher so passiert ist. Ja, also das ist jetzt das Schöne, ne? Bei dem Wetter liegt mir hier schön sonnig. Also, ihr seht hier hinter mir, es steht schon Sachen drin, es läuft alles irgendwie gerade parallel, ne? Völker durchschauen, Honigräume aufsetzen, auch die Völker zum Teil verstellen. Gesundheitszeugnisse sind gemacht und dann steht jetzt hier von diesem Einbau die Ständer stehen da. USB-Platten habe ich da, da mache ich gleich schon weiter und parallel kommen hier halt und nach auch mein Material und zwar immer so, wie ich es halt gerade in den Fingern habe, dann fahre ich sie runter und stelle das alles mal hier rein. Ja, so geht es wie gesagt voran, also gehen wir nochmal rein. Ja, wir machen das eigentlich alles in Holzständerbauweise, das ist praktisch ein Raum im Raum, der da frei drin steht, dass eben die denkmalgeschützte Gebäude da nirgends angegriffen wird. Wird jetzt mit USB beplankt. USB deshalb sieht nicht schön aus, aber man wird es nachher im Wesentlichen kaum noch sehen, weil hier davor kommt einfach ein Palettenregal. Dahinter ist dieses Thema Honig. Hier ist so eine Art Schmutzschleuse oder so ein kleiner Raum einfach, wo auch dann die Bienen abfliegen können, die restlichen Bienen, wenn noch welche im Honigraum wären. Ja, so sieht es hier aus. Jetzt gucke ich heute mal, also jetzt fange ich wie gesagt hier an mit den Wänden weiter und dann schauen wir, wie die Temperatur sich entwickelt. Vielleicht gehe ich dann noch mit den anderen Völkern was machen, vielleicht auch nicht. Ja, so gehen gerade die Tage dahin. Ich filme vielleicht ein bisschen nebenher und ja, so ist es gerade. Also, wünsche euch was, bis dann, ciao. We'll be right back.
Abschluss vom Video nochmal ein kurzer Blick nach innen. Ihr seht, ich bin im T-Shirt, ich bin in kurzer Hose. Also wir haben schon ein bisschen später, also wir haben es jetzt Juni. Wir nutzen das Gebäude jetzt schon als Lager, als Arbeitsplatz. Der Raum hinter uns für die Lebensmittel, der ist noch nicht fertig. Da geht es dann weiter, ja, wie die Zeit zulässt. Ne? Wir sind jetzt gerade noch eine Ernte vom Rapshonig, da fahre ich dann morgen rauf. Und da ist es gerade wirklich keine Zeit zum Ausbau, Umbau. Wir haben jetzt da auch, oder ich habe da jetzt die letzten 3-4 Wochen, glaube ich, nichts gemacht. Ja, aber es geht sicherlich weiter. Und ja, da folgt dann sicherlich wieder ein Video, spätestens wenn es fertig ist. Oder wir wollen dann auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber nächstes Jahr Tag der offenen Tür, gläserne Produktion machen. Aber wie gesagt, da kann sich das dann jeder auch mal live anschauen. Gut, dann macht's gut. Ich wünsche euch was. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Ein Daumen nach oben ist auch immer cool. Und Fragen, Anmerkungen gerne in die Kommentare. Also, macht's gut. Ciao.